Herzlich willkommen zurück bei Let's Play Remember Me. Wir müssen hier zu Tommy. Oh. Hui, das war knapp. Ja, sehr knapp sogar. Oh, okay, wir klettern weiter zu Tommys Bar. Oh nein! Oh oh. Nein! 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 Nein, nein, nein! Nein! Gibt's doch nicht. Gleich am Anfang der Folge. Was? Was? Hallo? Ja? Hallo? Nur weil es so lackt, weißt du? So, hier. Dann hier. 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 Nein, ich bin doch gesprungen! Ich bin doch gesprungen, blödes Spiel. Ach, blödes Spiel, weißt du, ich muss kurz einen Cut machen, wir sehen uns gleich wieder. Tschüss und herzlich willkommen zurück. Entschuldigung für die Unterbrechung. Und wir gehen aufs Spielfeld. Ach, kommt, kommt. Ja, geschafft! Nach 2, 3 Versuchen. Hm. Zurück geht nicht mehr. Ah. Ach so, so. Ah, Steuerung. Muss mich daran gewöhnen. Wir klettern aber hier schön durch die Stadt, muss ich sagen. Hm, wo muss ich überhaupt hin? Hm. Mist! So. Ja. Endlich. Das Leaking Brain. Wo? Achso, da hinten. Endlich? Ich meine, das ist etwa... Boah, wie weit weg? Wagen? Happy Hour? Was? Happy Hour? Was? Happy Hour! 24-7. Oh, cool. Wir gehen jetzt aber mal rauf, wieder rauf. Also fahren. Leaking Brain. Schön, oder? Cool. Hammer. Einfach nur Hammer. Das muss ich sagen. Einfach nur Hammer. Oh, ich sehe etwas. Gelangen Sie zum Leaking Brain. Okay. Halt's Maul. Hier hat auch jeder so etwas, oder? Ich habe etwas hier gesehen. Zu blöken, war. So. Hallo. So, bisschen hat's gepackt, keine Ahnung warum. Ich fress dein verdammtes Herz, wenn du hier rumheulst, Hirnjunkie. Jemand glaubt Johnny meinen Namen. Mhm. Johnny will mein Herz zu Weihnachten. Wusstest du das, hm, Tommy?
Aha. Du bist hier sicher, Bob. Keine Sorge. Aha. Unglaublich! Edge hat's geschafft. Komm her, Schatz. Nillen, es scheint eine Ewigkeit. Es tut mir leid. Ich erinnere mich nicht an dich. Erinnerst du dich wirklich nicht an mein Modelgesicht? Insider. Wow, na, der Krieg hat uns alle nicht hübscher gemacht. Aber du bist frei, meine Liebe. Das zählt. Vielleicht. Ich fühle mich verloren. Eins nach dem anderen, Schwester. Erstmal raus aus den Gurten. Gurken? Wer ist denn dies? Also das. Der Handschuh da, okay. Das ist deiner. Ich habe ihn aus deinem Unterschlupf. Und auch deinen verrückten Kampfanzug. Ein Glück, dass es dein freier Tag war. Cool. Wir kriegen einen Handschuh und einen Kampfanzug. Das ist aber cool. Tja, der hier ist hundertprozentig deiner. Viel besser als der, den ich hatte. Echt verrückt. Aber du bist die Einzige, die ihn verwenden kann. Cool. Was haben die mit dir gemacht? Da unten, in der Bastille, da musste ich, im Gegensatz zu dir, ja bis zum bitteren Ende bleiben. Okay, der hat ein bisschen Sprachfehler bei mir, keine Ahnung warum. Na dann, zieh dich um. Dein Kampfanzug ist im Spind. Cool, ich hab einen Kampfanzug. Cool. Also Nillen hat den eigentlich. Ja, voll realistisch, der kippt gar nichts rein. Oh, voll realistisch. Bob, raus hier. Ich hol Johnny. Die Eingeborenen haben das Gedächtnis eines Goldfischs. Ein großer Vorteil. Er wird dich also kaum an Olgas Dora müssen. Die Kopfgeldjägerin? Ist sie gefährlich? Bestimmt. Sie wird den Slum umflügen, um dich zu kriegen. Nicht nur um dich zu fangen. Typisch Gehirnratte. Kaum draußen und schon arbeiten. Nillen? Alter. Nillen! Das ist für dich, David. Cool. Erinnerung Village. Das ist aber schon geil. Okay. Cool. Okay. Über 3 Stunden, 6:43 Uhr. Aha, interessant, oder?
Was ist dort passiert? Die Erinnerungstransfusion. Cool. Das ist für dich, David. Bei dieser Memorial-Transfusion hat ihr Mann gute Heilungschancen, Frau Sedova. Schöne gemeinsame Erinnerungen wirken extrem positiv auf Patienten. Echt? Ihr Mann leidet an einem klassischen Syndrom. Übermäßige Memorial-Löschungen, akute Abhängigkeit von externen Mnemonik, Stimuli. Erhöhte Gefahr oszillierender Identität. Oh mein Gott. Also. Was macht er? Die endgültige Zerrüttung einer bereits fragmentierten Persönlichkeit. Das backt aber rum bei mir. Gibt das an meinem PC? Diese Endorphine beschleunigen den Prozess und erhöhen seine Empfänglichkeit für die Transfusion. Die. Transfusion. Komm, David, erinnere dich an uns. Erinnere dich deiner selbst. Memorial Transfusion erfolgt. Keine Sorge. Die Nymphäa ist das beste Krankenhaus für die Behandlung von Memorial-Leiden. Echt? Was ist Memorial-Dingfunks? Alles wird wieder gut. Mit der Zeit. Ja, natürlich. Mann, back doch nicht so rum. Ach, gut. Die ersten Ergebnisse sind sehr, sehr ermutigend. Er braucht weitere Behandlungen. Ganze Reihe. Reihe. Es ist dann extrem teurer. Weiter, Dr. Quaid. Ich zahle für die Behandlung. Ach, pack doch nicht so rum. Bitte. Ich spreche mit meinem Computer, er ist mein Ein und Alles. Was? Okay. 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 Ja, ich weiß, gerade im Hintergrund sind Geschrei, aber ich muss sowieso die Folge beenden, also sage ich bye bye dabei und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüssi!